Frau Barley, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Sehr gerne. Sie haben BMJV noch als Ministerin die CDR-Initiative in Deutschland gestartet. Verfolgen Sie die noch mit einem Auge aus Brüssel, was so passiert in Deutschland? Gucken Sie da aufmerksam hin? Ja, natürlich. Also mir lag das damals sehr am Herzen, und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch immer in die Sitzungen selber reingegangen, zu sehen, wie das Ganze auch wächst, wie das Verständnis dafür wächst, wie auch diese sehr unterschiedlichen Unternehmen, diese sehr heterogene Gruppe sich weiterentwickelt hat. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich habe jetzt natürlich nicht mehr jeden Tag damit zu tun, aber es freut mich, dass das weiter Früchte trägt. Genau. Ja, es hat intensiv zugenommen. Wir erleben tatsächlich, dass eine ganze Menge passiert. Unternehmen wenden sich dem Thema zu, Verbände wenden sich dem Thema zu. Die Landesregierungen haben sich zugewandt. In Bayern und Nordrhein-Westfalen wird wirklich zu dem Thema auch, werden Initiativen gestartet. Jetzt sind Sie in Brüssel. Ist das denn in Brüssel auch schon ein Thema? Ist das Thema angekommen? Wird es aufgegriffen? Also den Begriff, den gibt es dort noch nicht so richtig, der ist noch nicht richtig verankert. Aber generell kann man schon sagen, dass das Bewusstsein in den europäischen Zusammenhängen sehr ausgeprägt ist. Ich würde fast sagen, noch ausgeprägter, als das in Deutschland der Fall ist. In vielen Dingen ist die EU ja überraschend für viele weit gegangen. Die Datenschutzgrundverordnung kennen wir alle beispielsweise. Also ich erlebe es ja auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise, dass diese Datenfragen eigentlich immer auf dem Tapet sind. Und das finde ich sehr bemerkenswert und sehr positiv. Wenn mal nachgefragt, wo, wenn es noch nicht aufgegriffen und angesiedelt ist, wo glauben Sie, wäre es denn am besten aufgehoben jetzt als Thema? Wie sollte oder könnte es verankert werden? Also es ist ja Corporate Digital Responsibility leitet sich ja ab von der Corporate Social Responsibility, von der Initiative und ist ja dadurch geprägt, dass es eben keine Regulierung ist, sondern etwas ist, was ja diese freiwillige Selbstverpflichtung, ich mag eigentlich diesen Begriff nicht so, weil wir alle daran gewöhnt sind, da kommt sowieso nicht mehr raus, aber in diesem Fall eben ein Vernetzen von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren ist, um gemeinsam zu erarbeiten, wie können wir eigentlich unserer Verantwortung gerecht werden. Wir als Unternehmen, wir als Mediengestaltende, wir als Politik. Und das ist wirklich etwas, was man als Politik anstoßen kann, aber was dann natürlich auch auf den Boden fallen muss. Und ich denke, das ist eher etwas, was Exekutive anstoßen soll. Also es wäre wahrscheinlich am ehesten bei den Verbraucherschützern in der Kommission richtig angesiedelt. Ich habe mich im Moment jetzt eher auf den rechtlichen als auf den verbraucherschutzpolitischen Teil konzentriert in Europa. Aber ich werde jetzt unser Interview zum Anlass nehmen, das vielleicht auch noch mal ein bisschen zu pushen. Denn, und das ist jetzt ein guter Punkt, eine gute Überleitung, wir erleben in den Gesprächen, wenn wir mit internationalen, also nicht-europäischen Unternehmen sprechen, merken wir auch, dass der Begriff eben tatsächlich aus Deutschland heraus in die Welt geht und im internationalen Bereich noch nicht so aufgegriffen ist. Und die Frage wäre, können Sie sich vorstellen, dass das für die EU auch eine Chance ist, damit ein Zeichen für eine gute Digitalisierung zu setzen und zu sagen, wir gehen hier mit Prinzipien der CDR auch vor und machen damit einen Unterschied. Ist das denkbar? Kann das ein Ziel sein? Absolut. Das war auch von vornherein ein Ziel. Denn wir hatten ja mit der Datenschutzgrundverordnung gesehen, dass das international viel Aufsehen erregt hat und dass nach anfänglicher Skepsis ja auch international sich viele Länder und Staaten, also im Sinne von amerikanischen Bundesstaaten, gefunden haben, die dem nacheifern, weil sie eben gesehen haben, Vertrauen ist ein ganz hohes Gut im Bereich Daten. Und wenn man eine Region, ein Land, ein Staatenverbund ist, wo die Menschen wissen, sowohl die Verbraucherinnen und Verbraucher als auch die Unternehmen wissen, hier wird sorgfältig mit meinen Daten umgegangen, hier gibt es einen ethischen Umgang mit Daten, dann ist das ein Wettbewerbsvorteil. Und genauso haben wir diese CDR-Initiative auch von Anfang an aufgesetzt, weil wir die Unternehmen ermutigen wollten, die damals schon Vorreiter waren, und das streuen wollten, diese Erkenntnis, das ist ein Wettbewerbsvorteil. Wäre natürlich toll, wenn wir das jetzt dann eben auch auf EU-Ebene haben. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, wir können an Corona nicht vorbeigucken. Die letzten Wochen haben tatsächlich zu einer,
also in die Digitalisierung gezwungen. Wir sind zum Teil über Nacht, haben wir Tools entdeckt, die wir vorher nicht kannten. Und wir haben dann aber auch erkannt, dass das eine oder andere Tool, was wir nutzen, noch nicht CDR by Design war. Da gab es viel Kritik und die Unternehmen mussten sich da auch Vorwürfe anhören. Glauben Sie, dass das jetzt auch, also was für Wege müssen wir noch gehen, dass es wirklich CDR by Design gibt? Was müssen die Unternehmen verändern, damit es nicht mehr diesen Lerneffekt und die Beta-Version beim Kunden gibt? Also manchmal braucht es Regulierung. Ich glaube, nicht immer ist die freiwillige Selbstverpflichtung da der angemessene Weg. Wenn es wirklich an sensible Daten geht, muss man mit Regulierung vorgehen. Und ansonsten muss ich sagen, empfinde ich die Diskussion als ausgesprochen fruchtbar. Also dass immer mehr Menschen, die sich bisher überhaupt damit beschäftigt haben, jetzt überlegen, was eigentlich End-to-End-Verschlüsselung ist oder warum man Daten auf einem Server oder dezentral speichern kann oder sollte. Also die Diskussion ist durch Corona in viel breitere Kreise getragen worden, so ist jedenfalls mein Erleben. Und das hat immer auch dann eine Folge auf die Anbieterseite. Also ich glaube zum Beispiel bei den Messenger-Diensten hatten wir das schon zu sehen. Da gibt es welche, die sind vorzuziehen, weil sie eben verschlüsselt oder sicherer sind. Und wenn wir das jetzt auch bei den Diensten sehen, die wir gerade benutzen zum Beispiel, dann ist das gut, weil die öffentliche Aufmerksamkeit tatsächlich ein korrigierender Faktor sein kann. Ist das, also wissen Sie davon oder ist es absehbar, dass jetzt auch bei dem geplanten Konjunkturprogramm, das wir ja dringend brauchen, um aus der Krise auch gut hervorzugehen, könnten Sie sich auch vorstellen, dass CDR auch da eine Rolle spielen wird, also dass man das als Kriterium oder als Aspekt auch berücksichtigt? Das finde ich auch absolut. Wir sehen, dass wir müssen aufpassen, sagen wir es so, dass die Prämissen, die wir vor der Krise hatten, was muss geschehen mit Investitionen, mit europäischem Geld, dass wir die jetzt auch weiterführen. Dazu gehört natürlich investieren in Digitalisierung, auch in eine unabhängigere Angebotsstruktur in vielen Bereichen europäisch. Das kann Serverstandorte, das kann Messenger-Dienste, das kann alles Mögliche betreffen. Natürlich auch Forschung, Startups zu unterstützen und so weiter. Und da eben jetzt diesen, es ist ja letztendlich doch ein Datenschutzaspekt, den immer mitzudenken. Das ist auf jeden Fall so. Und da kommen wir wieder zurück zu dem Anfang. Ich habe wirklich den Eindruck, dass auf der europäischen Ebene dieses Datenschutzbewusstsein ein durchgehend zugrunde legendes Prinzip ist, dass das hier viel stärker in allem immer wieder mitgedacht wird, als das auf nationaler Ebene der Fall ist. Das heißt, Sie würden es auch mitnehmen, damit wir, weil die Angebote für die Zukunft werden sicherlich auch aus anderen Teilen der Welt kommen, dass man dann eben das auch sagt, das ist ein differenzierendes Kriterium. Ihr habt quasi nicht einen Vorteil, aber ihr werdet wenigstens mal, es wird mit bewertet bei der Auswahl von Instrumenten, Services, Diensten etc. So verstehe ich das jetzt. Ja, so dass es bei zu fördernden Projekten oder zu fördernden Unternehmen, Startups, was auch immer, eine Rolle spielt, ob man diesen Aspekt dabei mit weiterentwickelt. Weil ich wirklich der Überzeugung bin, wir haben diesen Grundansatz, der sich ja in vielen europäischen Regelungen auch schon zeigt, dass wir weder den amerikanischen Ansatz wollen, Kommerzialisierung um jeden Preis, noch den chinesischen Ansatz, Daten als Kontrollinstrument, sondern einen eigenen europäischen Weg gehen wollen, was Daten betrifft. Und dazu gehört das, also diese individuelle europäische Politik weiterzutreiben. Das sollte auch mit den finanziellen Möglichkeiten der EU natürlich unterstützt werden. Jetzt die Chance zu. Letzte Frage, so ein bisschen Sprung in die Zukunft. Wenn wir mal sagen, wir gehen in die nächsten Jahre und CDR, Corporate Digital Responsibility, entwickelt sich weiter. Was wäre so ein Idealzustand, den wir vielleicht in 5 Jahren erreicht haben und auf dem Weg dahin auch gerade wieder bezogen auf die europäische Gesamtsituation? Was ist die größte Herausforderung, dass wir dahin kommen? Was darf uns als Europäische Union auch nicht passieren auf dem Weg dahin?
Also optimal wäre natürlich, wenn wir so etwas hätten wie ein Siegel oder sowas, wo sich Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich auf den ersten Blick überzeugen können. Hier ist ein Produkt, sei es ein haptisch greifbares Produkt oder ein digitales Produkt, worauf ich mich verlassen kann, digital, dass hier meine Rechte so gut es geht gewahrt sind und meine Privatsphäre gewahrt ist. Und dafür wäre es natürlich fantastisch, möglichst viele Unternehmen zu haben, die nicht nur davon profitieren wollen, sondern auch was einbringen. Mhm. Das war das Schöne bei dieser Initiative, ganz am Anfang, als wir da noch mit 5, 6, 7 Unternehmen saßen. Die haben einfach erstmal eingebracht, was sie für Erfahrungen gemacht haben, worauf sie Wert legen. Und dadurch, dass die aus so vielen verschiedenen Branchen kamen, ist daraus was gewachsen. Und dieses, das muss eben breiter werden. Und da kann man dann eben auch viel draus schöpfen, auch als Politik. Worauf wir achten müssen, ist, dass es nicht durchgehend kommerzialisiert ist am Ende. Es geht eben nicht nur um das Geld, sondern es geht auch um Ethik. Mhm. Das klingt ein bisschen altmodisch, aber wir hatten zum Beispiel Miele dabei als Hersteller von Haushaltswaren, das kennt jeder. Und die fahren ja nun seit ewigen Zeiten sehr gut damit, einfach was qualitativ Gutes anzubieten, was dann auch teurer sein kann. Und das eben auch im digitalen Bereich zu schaffen, dass man nicht dann noch guckt, wo sind die letzten 99 Cent drin, sondern dass für Verbraucherinnen und Verbraucher klar ist, ich kann hier vielleicht 1 Euro im Monat mehr bezahlen, aber dafür habe ich eine verlässliche Verschlüsselung oder dafür habe ich eine Interoperabilität oder was auch immer. Mhm. Und das würde ich mir wünschen. Wunderbar. Frau Barley, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich höre so ein bisschen die Begeisterung für das Thema immer noch raus. Ja. Nehmen Sie es mit nach Brüssel und dann gibt es da auch quasi ein Pendant zur deutschen Initiative, würde uns natürlich freuen. Vielen Dank und jetzt ja erstmal noch einen schönen sonnigen Tag. Ja, schön. Und ich nehme es wirklich mit. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und mir auch wieder Inspiration gegeben. Dankeschön.